Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu dem neuen SCB Verse Report. Jetzt sind wir wieder entre nous. Ja, vereint. Oh, das ist so schön. Es war aber auch lustig mit euch dreien da, muss ich echt sagen. Das muss ich sagen. Also bis wir diese Folge gedreht hatten, waren dann irgendwie auch 3 Stunden um. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich muss aber hier hin, ja, aber doch, du bist in der Mitte und überhaupt. Ich bin zu klein, aber du musst größer. Ich kann es mir denken. Das war echt lustig. Ja, sehr cool. Ja. Genau, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr schöne Folge und wir sind jetzt weiter auf dem Track zur Alpha 2.6. Das soll auch diese Woche wieder unser Hot Topic sein und wir können euch schon mal darauf vorbereiten, es wird so lange Hot Topic bleiben, bis dieser verdammte Patch es irgendwann zu uns geschafft hat. Und ich dachte auch nur so, okay, jetzt letzte Woche habt ihr beide das gemacht, Status-Update, sehr gut, sehr gut. Das heißt, sobald, ja, könnte es da sein, aber nein. Aber nein. Deswegen. Aber okay, wir bleiben positiv und deshalb fangen wir mal an mit Starmarine, würde ich sagen. Yeah. Genau. Und da wird an 2 Dingen gearbeitet. Einmal an der Damien-Karte, da schreiten sie wohl voran mit den Arbeiten. Ja, kleine Raumstation, FPS-Modus, wird ja höchstwahrscheinlich dann hoffentlich zu 2.6 da sein. Und das nächste an Echo 11. Das ist die 2. Map nämlich. Die ist noch ein Stückchen anders aufgebaut, nämlich eine Asteroidenbasis ursprünglich. In beiden Maps soll man übrigens als Hintergrundinformation viele Möglichkeiten haben, sowohl Zero-G zu machen, als auch den normalen Standard-FPS-Kampf. Bin mal gespannt, wie sie sich dann unterscheiden voneinander. Ja. Außerdem gibt es aktuell noch wirklich viele Verbesserungen, die gemacht werden müssen im Treffer- und Todesreaktionssystem. Das heißt, dass die Charaktere oder dass eure Avatare eben wirklich Treffer einstecken und entsprechend auch ordentlich darauf reagieren, wenn sie dann getroffen werden. Wenn sie dann, ne? Genau. Oder sterben. Ja. Ist beides so. Genau. Und dann geht es noch zum Arena Commander, das ist ja auch Inhalt von 2.6. Ja, da sind sie auch fleißig dabei, noch die letzten Bugs auszuräumen und weiter zu testen. Vor allem arbeiten sie im Moment am Balancing, was die KI-Profile betrifft. Und auch an Raketen, Genau. Aufsammeln ist da. Ja, aufsammeln im Endeffekt Pickup. So. Also es geht grundsätzlich ums Raketensystem. Das heißt, Raketen werden jetzt dann persistent sein. Das heißt, ihr schießt Raketen im Arena Commander ab, ihr sterbt und ihr werdet, wenn ihr dann respawnt, die gleiche Anzahl haben, die ihr vorher hattet. Dafür könnt ihr Schade aber dann. Eigentlich. Ja. War eigentlich so schön, dass du dann immer die Raketen wieder hast, die du schon abgeballert hast. Genau. Rocket Spamming nannte man das bei uns oder Missile Spam. Auf jeden Fall, jetzt ist es dann anders. Das heißt, dann bleibt es persistent und dann werdet ihr die Möglichkeit haben, wie so man das aus früheren Spielen kennt, so Power-Ups zu sammeln, sprich in dieser Simulation dann halt die Raketen euch wieder aufzustücken. Genau. Naja, man erinnert sich dann noch an Yoshi, gerne. Mario und Co., die das dann machen durften. Denkt aber dran, das ist Teil der Simulation. Das ist nicht fürs PU gedacht, sondern das ist wirklich nur eine Mechanik, die im Arena Commander so stattfinden soll. Ja, und dann geht es natürlich noch um die Schiffe. Ja, und da gab es auch ein paar Bugs, die jetzt irgendwie geklärt werden müssen. Also, darauf wolltest du jetzt hinaus. Es ist zum Beispiel so, wenn ihr im Wendelschwarm unterwegs seid, dann kann es sein, dass ihr als Spieler und auch die KI einfach dann in anderen Teams respawnen. Und das ist nicht so gut. Geil. Das ist zum Beispiel ein aktueller Blocker noch. Dann haben wir als weitere Blocker eben, dass auch die KI übrigens in andere Teams kommt. Das heißt, wie Chris Roberts sich ausdrückte, Vixen und Warlord, die beiden KI-Piloten, die jetzt auf eurer Seite eigentlich kämpfen sollten, waren auch noch auf einmal im gegnerischen Team. Und die waren wohl doch nicht so zuverlässig, wie sie sich gedacht hatten. Fand ich sehr schön. Außerdem kann es eben so aktuell noch sein, im jetzigen Build, den sie davon haben, dass Spieler die internen Grids von Schiffen nicht richtig betreten können. Das heißt, wenn man in eine Constellation will, kann es sein, dass man auf einmal 150.000 Kilometer weit draußen ist und beim zweiten Versuch dann sogar sterben kann. Dieses Problem kennen wir schon aus dem PU, scheint sich jetzt aber auch gerade noch im Arena Commander zu befinden, zumindest bei dem jetzigen Build von 2.6. Ja, und dann, die Herald hatte auch ein lustiges Problem. Auch ganz schön, ne? Also, es kann sein, wenn man damit unterwegs ist, dass sich dann auf einmal die Scheibe verdunkelt im Cockpit und man dann blind umherfliegt und seinen Weg finden muss. Richtig. Also vielleicht könnte man das auch mal so als Schwierigkeitsstufe später einbauen. Ja, ich werde es mal ans Fighter Command weitergeben. Genau. Die suchen doch immer nach so Challenges. Und ansonsten gibt es natürlich, wie gesagt, noch die beiden neuen Schiffe, nämlich die Drake Herald und die Aegis Vanguard Hoplite. Und da im Grunde genommen sind sie gerade auf dem Final Track, um die dann eben flight ready zu machen für 2.6. Das heißt, die kommen auf jeden Fall mit rein. Ja. Damit sind wir damit durch, ne, mit unserem Hot Topic. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu Around the Verse. Da haben wieder Sandy und Chris durch die Sendung geleitet. Angefangen, Item 2.0 ist da das Stichwort. Da sind sie auch immer noch fleißig dabei. Und das Tolle ist, dass sie an
wenn also durch dieses Item-System, wenn man damit dann arbeiten kann letztendlich oder spielen kann, dass verschiedene Szenarien, verschiedene Missionen möglich sind. Und das wird, glaube ich, dann richtig gut, weil wenn du dann halt einen direkten Schusswechsel aussuchen kannst, du kannst eigentlich selber entscheiden, ne, welche Missionen du... Wie erledigen willst, ne? Genau. Ja, also das ist ich eigentlich... Ich wollte voll ausholen. Ja, ja, ich weiß, nein, dachte ich schon. Muss kürzer werden. Wir werden kürzer, ja, ja, nein. Ja. Auf jeden Fall kann man dazu sagen, das ist wirklich ein Markenzeichen von Star Citizen später, dieses Item-System 2.0, weil der Witz daran ist, dass ihr nicht vorgegeben kriegt vom Spiel, wie ihr bestimmte Missionen erledigt, wie ihr auch in Squadron 42 Gameplay erledigt, weil das da auch schon mit drin sein wird, sondern ihr habt einfach die Möglichkeiten quasi unbegrenzt, aber sie werden dadurch begrenzt, was für Komponenten oder ähnliches eben zur Verfügung stehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr könnt in den nächsten Raum reingehen, die Tür aufmachen und ganz blazing alle niederschießen. Oder ihr geht daneben, geht an den Verteilerkasten ran, drückt da ein paar Knöpfe und dann wird dieser Raum nebenan, wo die ganzen Bösen stehen, halt einfach mal unter Vakuum gesetzt und die Schotten gehen auf. Das sind die Möglichkeiten, die ihr dann damit haben werdet. Und das ist halt wirklich ein interaktives System für euch. Das heißt, ihr könnt euch selber überlegen, wie wollt ihr einen so Sachen klären. Ja, also das, was euch zur Verfügung steht, könnt ihr dann halt auch nutzen oder eben nicht. Und das ist ganz gut, dass man da nicht eingeschränkt das, ne, an bestimmte, ja, eine bestimmte Zahl von Missionsausführungen. Richtig. Ja, ja. Dann ging es weiter, genau, um Room- und Action-System. Da, ja, um die Atmosphäre im Prinzip. Da haben sie ganz, ganz schön erklärt, also dass jeder Raum quasi definiert wird an die Atmosphäre, also miteinander verbunden ist und wie es dann ist, wenn, ja, wenn man einen Raum verlässt und in den anderen kommt oder eine Scheibe zerberstet, wie dann natürlich es nötig ist, dass ein Atmosphärenausgleich stattfindet. Und das fand wird, ich echt cool, ja, genau, muss ich ehrlich sagen. Ja, ne? Also, weil die Räume wirklich alle miteinander verbunden sein werden und der eine Raum, wenn der dann halt quasi unter Vakuum, also die Atmosphäre verliert, dann sinkt da der Sauerstoffgehalt, der Druck, genau, und so, der Druck wird verändert sich und dann wird es sich aber auch quasi auf die anderen Räume, die nicht durch Schotten oder ähnliches getrennt sind, ausbreiten. Das heißt, es ist wirklich so, dass das System dann selber erkennt, welche Räume muss ich jetzt wie irgendwie anpassen. Genau, und aktuell cool, haben sie auch noch gesagt, ne, ist es ja wohl so, dass das Spiel das lediglich simuliert, ja, im Prinzip. Ja, genau. Und das, also das ist halt nur, ja. Gibt es momentan eigentlich de facto nicht, dieses System. Ne? Es wird halt dadurch simuliert, dass man sagt, okay, wer ohne Raumanzug in die Luftschleuse bei Port Olisar geht, der stirbt halt. Das ist mir auch schon passiert. Ja, bei mir auch. Du, man macht ja keinen Kopf, ich habe das auch schon geschafft. Aber egal, das wird so simuliert. Aber es gibt auch schon Leute da draußen, die es geschafft haben, wirklich durch Wände zu glitschen. Und damit ist diese Simulation passé und man steht wirklich ohne Raumanzug völlig legal auf diesem Landingpad im Weltraum. Und das soll mit diesem System natürlich anders werden, denn dann ist es so definiert, dass die Raumstation ihre Atmosphäre hat, da draußen rum gibt es keine Atmosphäre. Ja, und wer dann eben auf die Idee kommt, durch eine Wand zu glitschen, der ist dann eben auch tot. Ja. Ganz einfach. Ja, dann gab es noch zum Interaction-Linking-System-News. Also alles, was Energiegeneratoren, Türen, das sind so Begriffe gerade, ne? Genau, Schalter, ja, ich gucke hier auch auf unsere Liste. Man könnte es auch viel einfacher erklären. Also eine Tür lässt sich einfach über einen Schalter öffnen und schließen. Mhm. Ne? So ganz könnte man es einfach sagen. Ja. Und ein Generator auch. So ist es. Also sprich, alle Komponenten werden über dieses Interaction-Linking-System miteinander verbunden. Ja. Und ihr könnt diese Verbindungen aufgreifen und benutzen. Ihr könnt sie aber auch stören später. Das heißt, ihr könnt auch Sachen zerstören, um dann eben nicht mehr daran kommen zu können und so weiter und so fort. Das ist einfach Teil dieses Item-Systems. Und ich finde es einfach lustig, dass sie sich halt so Begriffe ausdenken, wo man ins Stolpern kommt. Ja, ja, wahrscheinlich damit überhaupt irgendwas passiert. Ne? Also, weil ich glaube, das haben wir auch schon mal vor ein paar Wochen erzählt. So. So ist nein, es. Ist ja okay. Auf jeden Fall sind sie gerade dabei, dieses System komplett neu zu schreiben tatsächlich und zu überarbeiten, weil es in der Multiplayer-Funktion nicht möglich war. Genau, und dann gehen wir von da aus mit einem ganz, ganz kurzen Schlenker zur Drake Buccaneer. Dann da gab es eine schöne Folge, ausführliche Folge drüber und das ist eben der, da werden wir aber noch ein Voice-Over zu produzieren, denn die war wirklich so ausführlich und so schön zu sehen, dass die in der sich gerade Whitebox befindende Buccaneer nochmal ausführlich von uns als Voice-Over dargestellt wird. Deshalb werde ich dieses Thema auch ganz kurz nur skippen. Wer schon mal vorher was wissen will, geht in den Artikel auf SCB, ist übersetzt. Da habt ihr auch die ganzen Bilder schon noch
rausgesucht für dazu und es ist echt spannend. Denn da gibt es noch einen nächsten Punkt bei Around the Verse, das ist dann die Character Pipeline im Vergleich früher und heute. Ne? Ja, und früher war ja immer alles besser, angeblich. Nee, ist nicht so. Denn bei der Character Pipeline zeigt sich, was die Technik doch machen kann. Denn früher war es eben so, ja, man musste das Ganze manuell machen, es war ein ellenlanger Prozess, also es mussten verschiedene Masken mit Photoshop jedes einzeln bearbeitet werden und dann noch für jeden einzelnen Charakter bearbeitet werden. Das machen sie jetzt anders mit dem neuen System. Und da sind sie kräftig dabei. Sie haben jetzt eine richtige Bibliothek angelegt, tatsächlich mit Materialien, ne? Dass man auch später die Rüstung sozusagen auswechseln kann mit Stoffen, was ich, Leder, Metall, also ja, dass genau, du da verschiedene Plastik, Möglichkeiten hast. Mhm. Und ja, mit dem neuen System braucht man dann weniger Dateien, die bearbeitet werden müssen und das kann man dann quasi rüberlegen über die ganzen Charaktere. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, denn wenn du jetzt überlegst, dass du jede Schulterplatte irgendwie aus Leder und sonst was alles im Photoshop alles machen musst, da wirst du wahnsinnig, glaube ich, als Entwickler. Und das ist sehr viel einfacher, jetzt die Materialien auf existierende Rüstungsgegenstände einfach aufzupacken. Die werden dann auch korrekt beleuchtet. Da gibt es auch einen ganzen Abschnitt, den das wir euch jetzt spannend. Gar nicht erzählen. Das unbedingt eigentlich genau. mal reinlesen. Lest euch das mal durch, weil es ist total irre, wie das dann mit der Beleuchtung funktioniert. Das ist auch wirklich richtig reflektiert, die Rüstungsteile und so weiter. Und sie haben dann nochmal zusammengefasst, wie denn eigentlich so eine Character-Pipeline eigentlich aktuell aussieht. Und zwar als erstes gibt es die Konzeptphase. Mhm. Dann aus dem Konzepten gibt es die High-Poly-Phase. Das heißt, da wird dieses ganze Charaktermodell in ganz hohen mit ganz vielen Polygonen dargestellt, um erstmal wirklich alle Feinheiten rauszukriegen. Und dann wird es wieder runtergerechnet in der Low-Poly-Phase. Das heißt, da geht es dann um die niedrige Auflösung dieses ganzen Modells und dann eben auch in der Erschaffung als 3D-Modell. Und dann kommen am Ende drauf die Texturen und die Materialien. Das finde ich ziemlich cool. Ja, finde ich auch cool. Also vor allem ist es ein super System. Es ist ein bisschen auch wirklich wie bei dem Planeten, ne? Also bei der prozentualen Planeten-Generierung, dass sie da verschiedene Bausteine erfinden und dann sagen, hey, okay, das ist jetzt ein System, das lege ich mal rüber, damit das alles viel schneller geht. Ja. Ja, können wir darauf gespannt sein. Das war der Punkt dazu. Reverse the Verse ist auch noch darauf eingegangen, hat eben gesagt, mit diesem System wird das alles viel schneller sein. Haben sie ein Beispiel genannt. Mhm. Zum Beispiel der Nomade, der allseits beliebte... genau, Wüstennomade da. Wüstennomade ist jetzt anstatt 5 Monate, wo sie dran gesessen haben, könnte man ihn jetzt in 3 Wochen fertigstellen. Genau, und zwar from scratch. Also das heißt wirklich vom Konzept bis fertige Figur im Spiel, in der Engine. 3 Wochen kann man so machen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer als 5 Monate. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und außerdem haben sie gesagt, dass man also wirklich seine Rüstung modifizieren können wird später. Das heißt, in jedem einzelnen Teil hatten wir auch schon mal berichtet, dass es schon angedacht ist. Jetzt wissen sie auch, dass es funktioniert. Mhm. Das bedeutet, egal ob ihr verschiedene Teile miteinander kombinieren wollt oder auch Materialien kombinieren wollt. Das heißt, sie hatten da zum Beispiel von Carbonfaser gesprochen, von Plastik haben sie gesprochen, natürlich auch von Metall. Metall, genau, oder so Gold... Goldschichten, die du rüber machen kannst, genau. Und dass es dann dementsprechend reflektiert wird. Ja, auch das wieder ein Teil der Beleuchtung, aber auch das wird wirklich möglich sein, das unter völlig unterschiedlich und individuell zu kombinieren. Ja, und dann haben sie noch mal so ein bisschen erzählt, dass sie 2 Möglichkeiten haben eigentlich, um so an so einen Rüstungsteilen oder Teilen zu arbeiten, und zwar eine 2D und eine 3D-Konzept. Ne? Ganz genau. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, deswegen bin ich auch auf die Planeten gekommen, das 3D-Konzept, damit können sie im Prinzip direkt loslegen. Das ist das Baukastensystem, da kann man direkt wieder wie so eine Schablone rüberlegen. Und beim 2D-Konzept ist das, kann man ein bisschen kreativer sein, da kann sich der Künstler mehr ausleben, das ist alles manueller gestaltet. Genau, das wird dann quasi wirklich nochmal von Hand gezeichnet, wenn man eine andere Form haben will für etwas zum Beispiel, um es dann nochmal weiter in 3D zu bearbeiten. Fand ich ziemlich nice, dass sie es auch wirklich auf diese beiden Ebenen bringen dann. Ja, und damit sind wir durch mit Reverse the Verse und kommen dann direkt mal als kleinen Ausflug wieder zu Rustys Tipps der Woche, und zwar, der hat ja wirklich immer sehr, sehr viel auch tatsächlich über direkte Astronomie zu lesen, und da ging es diesmal um den Schwarzschildradius. Ja, um die statischen schwarzen Löcher. Also und der Schwarzschildradius im Prinzip kam, eigentlich ist dann die genaue Übersetzung, ne? Ja. So haben wir es jetzt gelernt, dank Rusty. Mhm. Ja, danke an dieser Stelle. Das ist quasi ja der Radius des Ereignishorizonts ist. Von einem schwarzen Loch, genau. Ja. Ja, das heißt, Ereignishorizont für alle, die es wissenschaftlich runtergebrochen haben, ist der Ort, das ist der, wo man nicht drüber hinweg soll, sonst ist man dann
drin. Und dieser Ereignishorizont gibt sozusagen den Rand davon nah und das ist dieser Schwarzschild-Radius, der das Ganze misst. Also vielen Dank, schaut mal rein bei Rustys Tipps der Woche, da gibt es eine ganz, ganze Menge. Er hat eine wahnsinnig große Datenbank inzwischen dazu. Ja. Lohnt sich echt reinzuschauen. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Event, was es gibt und das ist schon diese Woche. Ja, am Freitag, ne? Ab 22 Uhr gibt es den Livestream Anniversary Sale. Und da sind wir natürlich am Start, beziehungsweise Weezen und Sawyer werden im Chat verfügbar sein für euch. Genau, wir hosten das nämlich. Genau, ihr hostet das wieder auf dem Twitch-Channel. Mhm. Und ja, aber ihr werdet im Chat Fragen beantworten, diskutieren, pöbeln. Und hoffentlich feiern. Ich wollte es gerade noch sagen. Und hoffentlich feiern. Ja, mit euch zusammen. Also das heißt, Freitag ab 22 Uhr, Crash Academy, Twitch-Channel, da könnt ihr den Stream auch sehen und dann mit einem deutschen Chat. Und wie gesagt, Weezen und ich sind auch auf jeden Fall dabei. Und werden im Hintergrund irgendwo Pizza verdrinken, veressen. Wie nennt man sowas? Verdrücken, wollte ich sagen. Verdammte Axt. Verschlingen ist auch schön. Genau. Wir kommen zu unseren Videos. Jetzt zum Abschluss noch. Und zwar hatten wir eine ganze Menge. Als erstes möchte ich mal das ranbringen, wo ich wirklich stolz drauf bin. Kannst du auch sein. Das ist cool. Das war nämlich wirklich ein super cooles Let's Play. Jetzt ist gerade am Montag gestartet, das heißt noch relativ frisch. Und man sagt in den Kommentaren, es ist eins der besten Let's Plays, was wir je gemacht haben. Schaut da unbedingt rein. Innovativ, ja. Was Neues. Ja. 5 Kameraperspektiven. Ja. Die Crew gemeinsam unterwegs. Zu viert und ein Kameramann, ne? So ist es, richtig, ja. Also, um genau zu sein, waren da sogar noch mehr Leute dabei. Ja, plus ein Kameramann. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall diese Perspektiven alle für euch eingefangen. Und wir haben einmal so gespielt, wie wir aktuell uns schon vorbereiten auf Star Citizen. Das heißt, alle Leute sind da jetzt inzwischen ausgebildet worden vom Crash Core und das merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen in dem Gameplay. Mit viel Rollenspielelementen drin, das heißt, schaut rein und ich freue mich dann über eure Kommentare, denn es war wirklich eine coole Schnittarbeit. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu schneiden. Das war langwierig, aber es hat echt Spaß gemacht. Da haben wir ja auch ein bisschen Augenringe heute. Der Dogs würde es mir verzeihen. Anyway, wir kommen weiter. Wir haben 2 Schiffsguides gemacht. Die fasse ich euch jetzt mal kurz zusammen. Und das ist nochmal die Constellation Andromeda. Jetzt wirklich als Schiffsguide mal. Weezen und Dozer haben das gemacht. Und Weezen und Dozer haben sich auch nochmal um die Mustang Alpha gekümmert. Das heißt, wenn man sich das angucken will, in dieser Woche das günstigste Einsteiger-Package und das teuerste Einsteiger-Package, also Paket, was es aktuell immer im Shop gibt. Die haben wir mal genommen, einzelnen Guides rausgebracht. Viel Spaß. Ja, und dann hattest du noch... Ja, die Mustang ist ja auch schön stylisch. Ja. Du wolltest schon gleich weiter. Ich wollte direkt weitergehen. Ich wollte jetzt noch schön auf die Schiffe. Nee. Ich finde die Mustang angucken. Wirklich stylisch. Ja, ja, stimmt, angucken. Hat Vor- und Nachteile, muss man mal dazu sagen, die Mustang. Ja, allerdings hat sie das. Ja, genau. Es gab eine neue Folge, Folge 8 von Orbital Supermax. Es wird immer spannender, kann ich tatsächlich an dieser Stelle sagen. Wir gehen so langsam in Richtung Finale. Also von daher, hört rein und wie gesagt, ich freue mich, dass ihr da fleißig einschaltet und alle darauf wartet, bis wir auch irgendwann das Komplette dann. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Es sind noch 3 Folgen, noch 3 Folgen, ne? 9, 10, 11 haben wir noch. Alles klar, also bleibt dran. Dann kommt nochmal die nächste Woche diese und dann haben wir es auch vor Weihnachten geschafft. Und dann könnt ihr vor Weihnachten bestimmt nochmal das ganze Hörbuch nicht in einem irgendwo anhören. Das werden wir hinkriegen. Ja, damit sind wir, glaube ich, durch und kommen nur noch zur Interaction. Ja, und was ist da die alles entscheidende Frage? Wann kommt der Patch 2.6? So, wir haben ein paar Antwortmöglichkeiten uns ausgedacht. Also vielleicht kommt er ja auch schon beim Livestream. Am Freitag. Zumindest vielleicht, das PTU. Ja, genau, das wäre ja nicht schlecht. Vielleicht aber auch erst Anfang Dezember. Oder zu Weihnachten. Merry Christmas. Oder Happy New Year. Ja, genau. Oder im neuen Jahr. Gebt uns die Antworten auf Google Plus. Stimmt fleißig ab. Wir werden das dann entsprechend auswerten und danken euch natürlich vor allem für euer Engagement. Insgesamt sind wir, glaube ich, durch mit dem Verse Report und danken euch ganz herzlich, wenn ihr so fleißig kommentiert, guckt und natürlich liked oder disliked, wenn ihr die Episode, wenn sie euch gefällt oder nicht. Und im Endeffekt können wir nur sagen, bleibt dran. Wir werden weiter zu berichten zu Star Citizen. Das heißt, abonniert unseren Channel, wenn ihr da up to date bleiben wollt. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen möchte, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil, da ist auch eine Menge los aktuell. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Verabschieden sich Cecilia und Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!